Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Das ist tatsächlich jetzt das erste Mal, dass ich ein Aufgebraucht-Video mache. Ich habe das noch nicht gemacht. Ich habe auch tatsächlich ein Produkt dabei, welches ich nicht aufbrauchen werde, weil ich es echt schlecht finde. Wobei, wenn ich so überlege, es werden höchstwahrscheinlich zwei dabei sein. Ich muss nämlich noch eins holen, was ich definitiv auch aussortieren werde. Aber hauptsächlich ist es hier auf jeden Fall ein Aufgebraucht-Video. Ich habe ganz viele verschiedene Sachen aufgebraucht. Auch ein paar Sachen aus der Küche, aber vor allem auf jeden Fall Beauty-Stuff. Und deswegen würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich habe in dieser Tasche ganz viel Stuff, was ich mir irgendwie im Drogeriemarkt oder so gekauft habe und was mittlerweile leer ist. Unter anderem mit dabei ist das Deo von CD mit Wasserlilie, glaube ich, als Geruch. Ist das richtig? Ja, Wasserlilie. Es ist leer. Ich finde, es riecht sehr, sehr gut. Ich mag das. Ich muss aber sagen, ich habe einen anderen Favoriten, den ich mir tatsächlich nachkaufen werde. Bei dem muss ich sagen, den gibt es ja nochmal als nicht zerstäubbar, also als nicht so, mir fällt gerade das Wort nicht ein, als nicht so Psch-Deo, sondern als so Sprühdeo. Also, oh Gott, ich weiß nicht, ob das gut ist, dass ich dieses Video gerade drehe. Ich habe irgendwie Wortfindungsstörungen. Es liegt höchstwahrscheinlich am Wetter, Leute, ja. Es ist schwül, es ist super warm und es soll gewittern. Es liegt safe am Wetter mit den Wortfindungsstörungen. Auf jeden Fall gibt es dieses Deo nochmal als richtige Sprühversion und da finde ich tatsächlich das mit dem Wasser-Alkohol-Mischungs-Sprüh-Deo-Stuff-Zerstäuber. Wie heißt das denn? Ich finde auf jeden Fall verglichen mit diesem Aerosol-Deo die andere Alternative deutlich besser. Das hier wird also nicht nochmal nachgekauft, aber es ist jetzt auch kein schlechtes Produkt, aber es gibt halt bessere Alternativen. Ich dachte mir, wir bleiben einfach mal direkt in der Deo-Kategorie. Ich habe auch nochmal dieses Deo von Nivea aufgebraucht, das ist dieses Black and White Deo. Das ist tatsächlich eines meiner liebsten Deos und ich persönlich, ich bin so ein Monk, ich habe so ein paar Gewohnheiten, von denen ich nicht ablassen kann. Also wenn ich einmal irgendwie eine Gewohnheit ausbaue, dann bleibe ich dabei, wenn ich sie gut finde. Und mit diesem Deo habe ich zum Beispiel eine Gewohnheit, immer wenn ich irgendwie mich dusche oder bade oder so, dann benutze ich das Deo im Anschluss und halt kein normales Sprühdeo. Fragt mich nicht wieso. Irgendwie hat sich das bei mir so eingegliedert, dass ich sowas immer nach dem Duschen benutze. Und deswegen, ja, das ist quasi mein nach dem Duschen Deo, was ich benutze. Und das hier wiederum ist mein Deo, welches ich halt so im Alltag benutze. Ich weiß nicht genau, wieso ich das so mache, Leute, aber ich mache so. Dieses Black and White Deo kann ich euch also auf jeden Fall empfehlen. Ich habe mir das schon nachgekauft und ja, auch schon relativ weit aufgebraucht. Auf jeden Fall eins meiner Favoriten. Dieses Sprühdeo hingegen finde ich auch richtig, richtig gut. Das kenne ich auch schon seit über 10 Jahren. Das klingt so hart, wenn man das sagt, oder? Ja, auf jeden Fall finde ich das richtig, richtig gut. Ich benutze das immer so im Alltag. Ich benutze es irgendwie nicht direkt nach dem Duschen. Ich weiß nicht genau, aber so im Alltag oder so irgendwie, bevor ich das Haus verlasse, in die Uni gehe, zur Arbeit, dann ist das hier auf jeden Fall mein Favorit. Wird auf jeden Fall nachgekauft. Diese Brillanzzahnpasta von DM habe ich ebenfalls aufgebraucht. Für natürlich strahlend weiße Zähne, schützt effektiv vor Karies, Plack und Zahnstein. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde die Zahnpasta gut, sie ist günstig, sie schmeckt nicht zu penetrant nach irgendwas, sie gibt einem dennoch ein frisches Gefühl, also ist auch nicht zu lasch. Ich finde die einfach gut. Ich finde die gut, ich finde die günstig. Ja, wird auf jeden Fall nochmal neu gekauft und ist auch gerade nochmal als neue Packung in Benutzung bei mir. Wo wir schon bei Mundpflege sind, ich habe hier noch so ein Sensitiv-Mundspülzeug von DM. Von Dontodent Sensitiv-Intensivschutz. Gleiches Prinzip mit der Zahnpasta. Ist halt super günstig, gibt ein super gutes Mundgefühl, ein frisches Mundgefühl, ist aber auch nicht zu intensiv im Geschmack. Ist auf jeden Fall eine meiner Favorite-Mundspülungen, wobei ich dazu sagen muss, ich weiß nicht genau, woran es lag, aber mein DM persönlich hatte irgendwie Lieferschwierigkeiten mit den eigenen Mundspülungen von DM, also mit den Dontodent-Mundspülungen. Und das fand ich ziemlich ärgerlich, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, ich habe dann irgendwie 6 Wochen oder 2 Monate vielleicht sogar die Mundspülung nicht bekommen können. Habe mich zu Tode geärgert, weil es nur noch diese mega teuren gab, die irgendwie so knapp 4 Euro kosten. Und Mundspülung ist halt super, super schnell leer und dann 4 Euro für eine Mundspülung auszugeben, ja, habe ich jetzt nicht so gefühlt. Ich finde auf jeden Fall, die von DM, die tun es halt auch. Und da gibt es auch verschiedene Sorten. Also wenn euch jetzt sensitiv irgendwie zu wenig sein sollte an frische Kick oder so, es gibt natürlich auch stärkere. Ich persönlich finde sensitiv aber halt recht angenehm und deswegen benutze ich das immer. Und das wurde auch schon ebenfalls nachgekauft. Ich bleibe meinen Produkten, die ich halt wirklich gern habe, dem bleibe ich halt wirklich treu, Leute. By the way, es gibt sowas wie Variety Seeking, ja. Das ist, wenn man eigentlich super überzeugt von einer Marke ist, von einem Laden oder auch von einem Produkt oder so und man dann aber trotzdem das Bedürfnis hat, obwohl man super zufrieden ist, einfach mal nach Abwechslung und dann mal ein neues Produkt auszuprobieren oder vielleicht auch einen neuen Laden auszuprobieren. Dieses Phänomen gibt es, das betrifft mich auch zwischendurch. Ich mache zwischendurch auch so ein paar Abstecher irgendwie woanders hin oder mal nach Rossmann oder so.
Aber im Endeffekt bin ich trotzdem immer noch der größte Fan von DM. Ja, gut. Wisst ihr Bescheid? Absolut relevante Info in diesem Aufgebraucht-Video, aber es ist noch alles drin in meinem Kopf von den Klausuren, die ich jetzt geschrieben habe, wisst ihr? Aber wir machen jetzt weiter mit den Haarprodukten. Dieses Haarliebe Trockenshampoo, Leute, das muss ich sagen, wurde mir geschenkt. Also das habe ich gar nicht irgendwie selber aktiv mir gekauft. Ich persönlich bin halt einfach ein Student, Leute. Ich gucke halt, okay, wo gibt es das günstigste Trockenshampoo in diesem Regal und das nehme ich. Und das hier wurde mir halt gekauft, es wurde mir geschenkt. Und ich muss sagen, ich fand es richtig, richtig gut. Definitiv besser als die von Balea, definitiv besser als die für 1,99. Ich weiß nicht genau, wie teuer das ist. Ich glaube, das ist ein bisschen teurer. Aber da muss ich wirklich sagen, das hat mich jetzt echt umgehauen. Ich war positiv überrascht. Und das würde ich mir tatsächlich, je nachdem wie teuer das halt ist, würde ich es mir nochmal nachkaufen. Fand ich auf jeden Fall richtig, richtig gut. Kann ich euch empfehlen. Ja, es riecht halt super, super lecker und ich hatte halt das Gefühl, dass man deutlich weniger Schleier auf dem Ansatz hatte. Sehr cooles Produkt. Da ist die Kamera einfach ausgegangen, Leute. Die Speicherkarte war voll. Okay, Leute, zurück zum Thema Haarshampoos, nachdem jetzt die Aufnahme kurz unterbrochen wurde. Das nächste Produkt, was ich tatsächlich relativ spannend fand, wo ich mir auch lange jetzt nicht sicher war, ob ich es gut oder schlecht finde, das ist von Balea Natural Beauty das feuchtigkeitsspendende Shampoo, das blaue. Und da muss ich sagen, ich war mir halt wirklich unsicher. Ich habe tatsächlich jetzt aber herausgefunden, in welchen Momenten ich das Shampoo sehr, sehr cool finde und wann ich eher davon ablassen würde. Und zwar ist dieses Shampoo tatsächlich sehr wenig austrocknend. Also ich fand auch zum Beispiel das Gefühl nach dem Haarewaschen, ich hatte das Gefühl, dass da so viel Feuchtigkeit drin war nach dem Haarewaschen, dass ich mir nicht sicher war, ob das Shampoo richtig rausgewaschen war. Also ja, einfach mal so, ich dachte, ich erwähne das auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass es einige vielleicht auch stören könnte. Und das Ding ist, was mir halt aufgefallen ist, die Haare fetten halt definitiv schnell wieder nach und das hat mir halt nicht so gut gefallen. Aber jetzt kommen wir auf jeden Fall zu dem Mehrwert dieses Shampoos, Leute. Wenn man irgendwie unbedingt am nächsten Tag sofort, wenn man sich abends die Haare wäscht oder so, wenn man danach sofort schöne Haare haben möchte, ich habe zum Beispiel das Gefühl bei normalen Shampoos oder bei normalen Shampoos, bei anderen Shampoo-Alternativen, dass meine Haare am zweiten Tag am besten aussehen. Und bei dem, Leute, direkt nach dem Haarewaschen habt ihr halt diese Feuchtigkeit schon. Wisst ihr, wie ich meine? Also, es ist nicht so ausgetrocknet, es ist nicht so frizzy oder so wie nach einem normalen Waschen. Also bei mir ist es eher so frizzy, wenn ich irgendwie die Haare wasche. Und bei dem habe ich das halt nicht. Bei dem habe ich halt das Gefühl, die Feuchtigkeit ist auf jeden Fall in meinem Haar geblieben. Ich müsste zwar theoretisch 3000 Mal öfter die Haare waschen, aber falls ihr halt wirklich wisst, okay, heute oder morgen ist irgendwie so ein richtig wichtiger Tag und ihr wollt dann am selben Tag oder vielleicht am Abend davor irgendwie die Haare waschen und ihr wollt, dass sie gut aussehen, dass sie nicht so frizzy sind, dass sie nicht so durcheinander oder strubbelig sind oder so, definitiv eine Empfehlung meinerseits. Nur mit dem Manko, ich habe halt das Gefühl, ich muss öfter oder schneller die Haare waschen. Also wenn euer Ziel ist, weniger Haare zu waschen, kann ich euch definitiv nicht zu diesem Produkt raten. Wenn euer Ziel ist, am selben Tag oder irgendwie am nächsten Tag schöne Haare zu haben, dann auf jeden Fall ein cooles Produkt. Kommen wir zum Balea Beautiful Long Shampoo. Das sieht ein bisschen massakriert aus. Ich habe halt wirklich alles versucht, aus der Packung rauszukriegen, Leute. Da muss ich sagen, fand ich okay. Hat mich jetzt nicht hardcore überzeugt. Ist jetzt nicht irgendwie mein absolutes Favorite Shampoo. Ich bin ja auch ein Monk. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach meinem Favorite Shampoo, Leute. Bei dem muss ich halt sagen, ich finde den Geruch gut. Ich weiß halt auch, es gibt Shampoos, die entsprechen viel mehr meinen persönlichen Geruchspräferenzen. Das ist jetzt, also wie gesagt, es riecht halt gut. Aber ich bin halt ein Geruchsmonk, Leute. Ich liebe alles, was richtig, richtig lecker riecht. Und das riecht halt gut. Aber es ist nicht so, ich muss mir die Haare mit diesem Shampoo jetzt sofort waschen. Und ja, das fehlt mir so ein bisschen bei dem Shampoo. Es ist okay. Also es hat irgendwie auch nichts, das klingt jetzt so blöd, aber es hat irgendwie nichts so Besonderes an sich. Es trocknet die Haare jetzt weder mega krass aus, noch habe ich das Gefühl, ich muss direkt am nächsten Tag Haare waschen. Also es ist okay, es ist gut. Aber ich werde mich definitiv durch Shampoos durchprobieren, bis ich irgendwann wirklich so mein Nonplusultra-Favorite-Produkt gefunden habe, was halt einfach hundertprozentig zu mir passt. Und das ist halt ganz nett, aber ich kaufe es mir wahrscheinlich nicht nochmal nach. Ich habe noch ein weiteres Shampoo von Hairwell. Ich glaube, das habe ich mir bei Netto gekauft. Auf jeden Fall in einem Discounter. Ich glaube, es war Netto. Oder Aldi? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall merkt man, ich habe da noch einen Rest drin hinterlassen. Ich fand den Geruch jetzt nicht so. Also es war okay, aber es hat mich halt nicht so umgehauen.
Und ich hatte nicht das Gefühl, also hier steht für sensibles, empfindliches Haar, beruhigt und gleicht aus. Also ich hatte eher das Gefühl, dass meine Haare ein bisschen trockener wurden von dem Shampoo, deswegen fühle ich das hier nicht so sehr. Also kann ich euch jetzt nicht wirklich empfehlen. Traurigerweise ist mein Pronto Lint Spray leer. Ich weiß nicht, ob ihr Pronto Lint kennt. Das ist auf jeden Fall ein mega, mega cooles Spray. Ich liebe das Zeug zur Piercingpflege, auch zur Piercingreinigung. Wenn ich meine Piercings irgendwie rausnehme, sauber mache, desinfiziere und so, Pronto Lint ist richtig, richtig cool. Und damit mache ich das halt meistens. Alternativ finde ich Octinisept auch gut. Ich finde aber, Octinisept hat halt so einen spezifischen Eigengeruch. Und ich könnte mir vorstellen, den mag nicht jeder. Und das hier ist halt relativ geruchsneutral. Und das habe ich halt damals zur Pflege benutzt von frischen Piercings. Das kann man natürlich auch mit Octinisept machen. Und es ist halt leider leer. Da bin ich richtig traurig, dass es leer ist. Ich habe jetzt alternativ Octinisept auch noch hier, deswegen kaufe ich mir das jetzt erstmal nicht nach. Pronto Lint, falls ihr irgendwie ein frisches Piercing habt oder so, kann ich euch mega, mega empfehlen. Oder auch generell einfach mal, wenn ihr mal eure Piercings irgendwie reinigen wollt oder so, auch definitiv ein cooles Produkt. Ich muss auf jeden Fall noch sagen, ich habe zwei Flop-Produkte, die ich nicht einmal aufbrauchen will, die ich nicht aufbrauchen werde, die mir einfach überhaupt nicht zusagen und die wegkommen. Einmal von Sundance, dieses 50 Anti-Age Sonnenfluid. Fettet übertrieben. Man hat gefühlt wirklich so eine richtige Fettschicht im Gesicht. Man hat so das Gefühl, man schwitzt unter dieser Schicht drunter. Es glänzt unnormal. Sagt mir überhaupt nicht zu, Leute, bin ich ganz ehrlich. Fühle ich überhaupt nicht. Deshalb habe ich es nochmal mit einem anderen Produkt probiert. Und zwar ein neues Produkt von DM, was rausgekommen ist. Das ist so eine getönte Sonnencreme. Und da muss ich sagen, zuallererst ist es relativ dunkel. Also alle, die jetzt so leicht gebräunt sind oder so, den würde ich es nicht empfehlen. Bei mir muss ich sagen, ist es so grenzwertig. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich bin relativ braun. Durch die Studioleuchte wirklich tatsächlich weniger braun, als ich bin. Und ich muss wirklich sagen, Leute, das war grenzwertig, weil es schon sehr dunkel war, auch für mich. Also steht auch drauf, mittlerer Hauttyp und passt sich dem Hautton an. Ja. 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 Wenn ihr wirklich irgendwie heller seid oder so, ist es halt wirklich gar nichts für euch. Getönt, leicht, nicht fettend. Ich kann euch die auch mal kurz zeigen. Können wir bitte mal kurz festhalten, wie dunkel diese Creme ist? Ich glaube, ich muss näher dran kommen. Seht ihr, wie dunkel das ist, Leute? Also im Gesicht geht's noch, ja. Getönt, leicht und nicht fettend. Nicht fettend, seht ihr das hier? Und ich sag euch, ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, es wird nicht besser. Es bleibt einfach so krass fettig glänzend. Und das hat mich halt dezent enttäuscht, Leute. Riecht lecker, ja. Aber erfüllt halt den Zweck nicht, würde ich niemandem empfehlen. Ist halt wirklich krass fettig. Okay, Leute, wir switchen jetzt mal rüber in die Küche, beziehungsweise in die Küchenproduktabteilung in diesem Video. Ich habe natürlich jetzt nicht alles aufgehoben, aber so ein paar Sachen, die auf jeden Fall meine Ernährung teilweise sehr stark repräsentieren, die habe ich jetzt auf jeden Fall in diesem Video. Und ihr werdet auf jeden Fall gleich auch direkt merken, wieso diese Sachen meine Ernährung ziemlich gut darstellen. Das erste Produkt ist tatsächlich Tempeh. Ich habe sehr viel Tempeh gegessen die letzten Tage. Ich hatte halt einfach Klausurenphase, Leute. Und wenn ich Klausurenphase habe, dann brauche ich schnelle Lebensmittel, die ich echt krass gut schnell irgendwie zubereiten kann, die lecker sind und am besten auch nicht so schlechte Nährwerte haben. Und deswegen habe ich halt zu Tempeh gegriffen in ganz vielen verschiedenen Sorten. Das hier ist jetzt Lupinentempeh. Es gibt aber auch Tempeh aus Soja. Für die Leute, die Tempeh nicht kennen. Tempeh ist in der Regel eigentlich aus Soja. Das ist halt Lupinentempeh. Das sind halt sozusagen fermentierte Sojabohnen oder in dem Fall fermentierte Lupinen. Es schmeckt halt super, super lecker. Es geht halt so in die Richtung herzhaft. Man kann es super gut anbraten. Man kann es definitiv auch sehr gut als Tofu-Ersatz zu sich nehmen. Ich persönlich, ich bin ehrlich, ich liebe Tempeh. Ich finde Tempeh 3000 mal leckerer als Tofu. Ich würde niemals, wenn ich irgendwie zwischen Tempeh und Tofu entscheiden müsste, zu Tofu greifen. Ich bin ganz ehrlich. Und das habe ich tatsächlich sehr, sehr, sehr viel gegessen. In den verschiedensten Gewürzrichtungen. Die gibt es nämlich auch noch mit Curry, mit Barbecue, mit... Moment, was denn noch? Was habe ich denn noch gegessen? Ah, Gyros. Mit Gyros-Gewürzen gibt es das auch richtig, richtig lecker. Gefühlt bestanden meine letzten zwei Wochen größtenteils aus Tempeh. Was ich ebenfalls noch sehr viel konsumiere, ist Nussmus. Da habe ich jetzt auch stellvertretend die Erdnusscreme aufgehoben. Meistens benutze ich halt richtiges Mousse. Das hier ist halt wirklich eine Creme. Da sind halt noch ein paar andere Sachen drin. Mir ist halt wichtig, dass ich viele Nussprodukte esse. Das hat jetzt noch ein bisschen Salz mit drin und so. Aber meistens konsumiere ich halt Mandelmus, Haselnussmus, Erdnussmus, Cashewmus, also solche Sachen. Und das hier snacke ich halt richtig, richtig gerne. Das andere mische ich meistens eher so in Shakes unter. Und das hier,
löffel ich halt, wenn ich richtig Lust auf irgendwas Leckeres, Nussiges, Salziges habe. Das hier repräsentiert also gerade sehr intensivst meinen Nusskonsum und meinen Nussmus-Konsum. Okay Leute, kommen wir zu einem Produkt, bei dem ich eigentlich ein Selbstexperiment draus machen wollte, bei dem ich das Video auch schon angefangen habe aufzunehmen als Selbstexperiment. Ich es am Ende aber nicht mehr hochgeladen habe. Und zwar habe ich mir ja, weil ich Keto bin, also mich ketogen ernähre, tatsächlich extra MCT-Öl gekauft. Für die, die es nicht wissen, die ketogene Ernährung ist eine Diätform, wo man halt so gut es geht sehr, sehr radikal auf Kohlenhydrate verzichtet und man hat halt seinen Energiegewinn in dem Fall nicht aus Zucker, sondern aus Fetten. Ich ernähre mich mittlerweile seit über 3 Jahren ketogen und ich habe tatsächlich noch nie vorher MCT-Öl ausprobiert. Also das hier ist MCT-Öl. Das ist ein spezielles Öl, welches mittelkettige Fette hat. Ich drücke es mal ganz einfach aus. Es gibt halt kurze Fettsäuren, es gibt lange Fettsäuren und es gibt halt so mittellange Fettsäuren. Und das Öl hier, das besteht halt aus mittellangen Fettsäuren und das ist insofern halt total besonders, weil es einem quasi einen krassen Energiekick geben kann, gerade in der Ketose. Und das hat mich natürlich neugierig gemacht, weil es angeblich auch leistungssteigernd sein soll, auch fürs Gehirn. Und ich war neugierig, Leute, ich musste es ausprobieren. Und ich habe das Video tatsächlich nicht zu Ende gedreht, diesen Selbstversuch. Jetzt schweife ich mal kurz aus, aber ich habe mir extra ein Messgerät gekauft, wo man halt wirklich die Konzentration, inwiefern das hier halt wirklich im Blut nachgewiesen werden kann, messen kann. Und dieses Gerät hat nicht funktioniert und es hat mich sehr geärgert, weil dann hatte ich halt einen Selbstversuch. Ich habe halt natürlich meine ganzen Erfahrungen und so mitgeteilt und meinen ersten Eindruck und so und meine weiteren Eindrücke. Aber ich wollte es halt auch messbar machen und dieses Gerät hat dann nicht funktioniert und deswegen habe ich das Video nicht hochgeladen. Ja, Ende der Geschichte. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, dass das funktioniert. Also ich habe definitiv mit meiner Ernährungsform und diesem Öl mehr Energie. Ich bin wacher, ich bin fokussierter und deswegen habe ich eventuell nicht nur diese Flasche gekauft, sondern auch diese und vielleicht auch noch diese und vielleicht auch noch diese. Ja, vielleicht funktioniert das Öl ziemlich gut bei mir und vielleicht fühle ich mich sehr gut, wenn ich dieses Öl konsumiere. Ja, ich glaube, das sagt alles, ne? Kleine Randnotiz, eine Flasche habe ich tatsächlich weggeworfen und eine Flasche steht in der Küche und wird gerade noch fleißig von mir verwendet. Ich bin vielleicht etwas ganz dezent krass überzeugt von diesem Öl und ich habe halt das Gefühl, es tut mir wirklich gut. Man muss dazu aber sagen, Punkt 1, es verträgt nicht jeder gut und Punkt 2 hat man natürlich gerade in der Ketose halt dadurch Vorteile. Also nicht nur, nicht ausschließlich, aber halt vor allem. Man kann es halt auch definitiv höher dosieren und man hat nicht so diese Verträglichkeitsprobleme. Wobei ich an dieser Stelle dazu sagen muss, ich gehe jetzt von mir selber aus. Ich persönlich in der Ketose vertrage es halt in den meisten Fällen wirklich sehr gut, außer unter bestimmten Umständen. Ich habe halt wirklich überlegt, nochmal ein Video dazu zu machen, zu diesem Öl. Also über dieses Öl zu sprechen, würde halt jetzt komplett den Rahmen sprengen. Falls euch das interessiert, werde ich das Video vielleicht doch nochmal irgendwie weiterdrehen und zu Ende bringen. Und dann vielleicht nochmal ein Fazit zu diesem Öl bringen. Aber ich weiß halt nicht genau, wie groß das Interesse bei euch da jetzt ist. Schreibt es mir auf jeden Fall sehr gerne in die Kommentare, ob euch dieses MCT-Öl interessiert oder nicht. Was ich auch noch aufgebraucht habe, ist Kürbiskernöl. Ich finde, das schmeckt halt relativ lecker. Also es hat einen Eigengeschmack und ich mag diesen Eigengeschmack sehr gerne im Salat und schütte mir halt dieses Öl wirklich einfach so über den Salat drüber und ja, hab's scheinbar schon relativ schnell aufgebraucht. Ansonsten habe ich auch noch 2-mal Olivenöl aufgebraucht, kalt gepresst. Auch das mag ich halt sehr gerne im Salat. Dazu ist eigentlich auch gar nicht so viel zu sagen. Ich mag Olivenöl gerne, je nachdem womit. Aber im Salat finde ich es richtig, richtig lecker. Und auch mit Knoblauch und so kann man halt auch sehr viele leckere Sachen machen. Ja. Falls ihr meine Shorts geguckt habt, ist euch vielleicht dieses Öl noch bekannt. Das ist dieses Haselnussöl, was ich zwischendurch auch sehr gerne im Kaffee trinke. Ich hätte tatsächlich gerne heute Haselnussöl im Kaffee getrunken, aber es war leer. Und das muss ich mir auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Das finde ich halt einfach sehr, sehr angenehm im Geschmack. Es ist so leicht aromatisch, aber jetzt auch nicht zu krass. Und ja, es ist halt einfach so leicht nussig und ich mag es sehr gerne. Ja, Leute, das war es jetzt schon mit den Produkten, die ich aufgebraucht habe. Schon. Ich glaube, das Video ist ein bisschen länger geworden. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann es nicht einschätzen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Schreibt mir auf jeden Fall sehr gerne in die Kommentare, welche Produkte ihr von diesen Produkten jetzt feiert, welche ihr nicht so cool findet. Und schreibt mir gerne eure Shampoo-Empfehlungen, wenn ihr irgendwie euer Lieblingsshampoo habt für euch. Und wenn ihr das schon gefunden habt, schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt und ja, weiterhin auf der Suche. Falls ihr gerade auf der Suche nach einem coolen Bikini seid, ich verlinke euch hier nochmal meinen Bikini-Haul, den ich letztens gedreht habe. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns
sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Oder lasst mir auch sehr gerne ein Abo da. Ich freue mich sehr. Und dann, ja, bis zum nächsten Video.